Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir den Apfel haben wir versucht in Folge zu verstecken, was aber leider nicht funktioniert hat und uns so ein Priester namens Savonarola oder wie das auch heißt, keine Ahnung, gestohlen hat und den versuchen wir jetzt wieder zurückzubekommen. Und dann gehen wir mal hier weg. Der schreit jetzt rum. Aber wisst ihr was, bevor wir zur Mission gehen, schnappen wir uns den Typ hier. Nehmen wir mal Kohle mit, ne? 1504 Florin. Die müssen wir mitnehmen, das ist lebensnotwendig für uns. So, und auf jeden Fall unsere erste Mission heute für heute ist es schon mal da hinten. Da müssen wir erstmal hin. Na? Gehen wir mal ein bisschen tauchen hier. Und dann schwimmen wir rüber. So, da werden wir. Fangen wir jetzt auch sofort an. So, weit vom Stamm. Die Abtei im Sumpfland. Ja, die müssen wir jetzt infiltrieren. Den Mönch im schwarzen Umhang finden. So, die dürfen uns ja nicht sehen. Ich habe keinen Bock zu kämpfen jetzt gerade. So, wo ist unsere Zielperson? Gehen wir erstmal nach oben, Aussichtspunkt synchronisieren und dann haben wir einen besseren Überblick. So, das hätten wir dann schon mal gemacht. So, da sind auf jeden Fall noch Soldaten. Und zuerst einmal eliminieren wir den Typ hier. Na, nicht runterfallen. So, er kann runterfallen, nur wir nicht. So. Da sind auch Soldaten. Und hier unten ist unsere Zielperson. Da, die zwei Doofen müssen wir umbringen hier. Eliminieren einmal. Und dann haben wir Bruder O'Callaghan. Callaghan, oder wie das noch heißt. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo, im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Ja, natürlich tun wir das doch immer. So, wir gehen hier mal rum. Und dann gehen wir hier zum Kloster. So, da wären wir schon mal. So, oh, da sind noch Glyphen da links. Oh, aber bevor wir die machen und die Dingsmission weiterspielen, dann gehen wir erstmal hier auf den Aussichtspunkt. So, da sind wir da oben. So, das hätten wir auch. Wir springen jetzt nicht runter, sondern wir versuchen vorsichtig mal wieder runter zu klettern. Weil wir wollen ja da in diese Abtei rein und ich habe keinen Bock, hier wieder hochzuklettern, weil das war schon anstrengend und schwierig genug. Das kann ich euch sagen. So, ganz vorsichtig und langsam. Und hier können wir uns gleich fallen lassen, aber. Zack. Und noch einmal. Oh, das war zu viel. So, jetzt machen wir hier den Glyph, machen wir erstmal. Hier könnten wir auch. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte nur. Na, egal. Das ist nicht so wichtig. Jetzt machen wir erstmal hier diesen Glyph und danach machen wir die Mission weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Irgendetwas war da oben. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Ah ja, die Apollo-Datei wird freigegeben. Was haben wir jetzt hier Schönes? Den Mond. Ja, finde den Adler. Den Adler finden. Na, ich glaube, hier ist er nicht so gerade mal auf dem Mond. Doch, hier war es was Schönes. Nee, das ist es nicht. Hm, was ist der Adler? Was ist der Adler? Das ist eine gute Frage. Gehen wir mal hier aufs Schwarze mal.
Oh, hier ist was. Da ist der Adler, genau. Da ist er. So, und was macht der Adler jetzt? Ah. Mit diesen schrecklichen Waffen planen die Feinde der Freiheit, ihr Territorium zu kontrollieren, auszubeuten, zu kontrollieren und schließlich zu zerstören. Ah ja, was das bedeuten soll, keine Ahnung. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen, oder? So, ja, also ich weiß nicht, das sieht ganz gut aus, aber ich glaube, das könnte besser gehen. Da oben ist noch ein bisschen was frei und oben zu. Probieren wir es nochmal aus. So, das sieht schon um einiges besser aus. Ja, noch ein bisschen drehen. No, nee, noch ein bisschen weiter. Ja, da ist es ja. Veröffentlicht das Foto von Apollo 11. Ah, wo ist es denn? Noch ein bisschen weiter runter vielleicht? Nee, ein bisschen weiter runter. Ah, nee, wieder zurück. Ah, da ist der Apfel. Ohne Jack war es leicht. So, das hätten wir auch geschafft. So, die Wahrheit. Die Filmchen wieder hier. Mit denen ich immer noch nicht zurechtkomme. Also, ich keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber naja. Kleine Spielchen, ja, für zwischendurch. So, wo ist der? Da ist der Typ. Ah. Jetzt gehen wir zu Bruder Ethelson. Mal gucken, was er zu sagen hat. So, einmal von oben runterspringen. Zack. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Ach, der schon wieder. Fangen wir den Typ da mal wieder. Niemand darf diesen Abschaum. Bitte, nein! Ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihm zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Habt ihr gesehen, wie Engels sie immer noch geguckt hat? Aber weißt du was? Jetzt gucken wir uns erstmal einen Film an. Girolamo Savonarola. Ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften. Und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Ah ja. Den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen, wie am Anfang vom Video schon. Ja, auf jeden Fall geboren dieser Typ um 1452. Ja, dominikanischer Priester und Herrscher von Florenz. Mein Gott, was ist heute wieder mit meiner Zunge los? Amerikaner oder was? Hallo. So.
Ah, wir sind wieder zurück in Florenz. Wir haben schon das Jahr 1497. Also das Spiel ist schon bald zum Ende zu neigen. Ja, so, fangen wir mal sofort an hier mit der nächsten Mission. Florentina Fiesco, natürlich. Machiavelli treffen im Bezirk Oltrano von Florenz. Ja, das machen wir jetzt mal. Was Besseres haben wir nicht zu tun. So, ganz schön neblig sieht es hier aus. Florenz betreten, Warnung, neuer Status, gesucht. Jetzt haben wir sogar einen Vollbart, also so einen 3-Tage-Bart-Vollbart, ne? Oh, da stehen Soldaten und wir müssen wohl rein. Wenn und Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Aber woher? Also das war knapp. Das war so ein bisschen alter Ear-Style, ne? Aber noch ein bisschen länger hätten wir gern, da hätten wir das nicht schaffen können. Machiavelli auf der Brücke von links da treffen, ne? Ja, das machen wir wohl. Gehen wir mal über den Dächer, da werden wir nicht so schnell gesehen. Und dann geht's auch schon los. So. Kommen wir auch mal einen Todessprung hier in den Heuhaufen. Nein, natürlich. Das muss natürlich passieren. Ey, wisst ihr was? Als ich durch die Stadt hier gelaufen bin, war das alles... Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder. Nein, mein Vater sah ihn vor Jahren in San Gimignano. Sicher, sicher. Wenn ihr es sagt... Hallo! Und ciao. Ja, seht ihr? Wir haben sogar Fans. Noch von früher. So, sprechen wir mit Machiavelli. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. So, wir haben hier einen Stadthall, ne? Wenn das interessiert mich da zwar nicht, aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das Video noch kurz pausieren, ne? Ich habe den Text. Den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Oh, hier liegen über Soldaten. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Bleibt dran. Machiavelli zum Palazzo. Bitte eskortieren. Jetzt! Oh, schon wieder kämpfen, ey. Ja, natürlich. So, der nächste bitte. Ich habe ihn. So, das war mal zum Aufwärmen eine Runde, ne? Und wir müssen jetzt da entlang. So, hier sind auch noch ein paar Soldaten. Na komm, die nehmen wir auch noch mit. Zack. Das sah komisch aus, dieser Schlag. So, das haben wir auch geschafft und jetzt sind wir schon gleich da hier am Treffpunkt. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Ah ja, gut zu wissen, ne? So, alle Leutnants von Savonarola töten. 9 Stück sind es insgesamt. Das machen wir aber in der nächsten Folge, weil, ne, sonst dauert das zu lange. Ja, Sprungbrett haben wir hier noch, schönes Zeug.
Kohle haben wir wieder bekommen in der Villa. Und dann würde ich mal sagen, das war's auch schon in der Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, es kostet was, ne? Und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Auf jeden Fall, wir haben ja 26.774 Florin, das müssen wir noch sagen. Ciao, ciao.